Valna ist zurück in der Gruppe. Wir haben Zugriff auf alle Städte der Menschen, wo wir vorher keinen Zugriff darauf hatten. Und jetzt wird's Zeit, mich, glaube ich, eine ganze Menge umzugucken. Weil in den Vampirstädten kann ich mich anscheinend sowieso schon umschauen. Und in den Menschenstädten kann ich sie jetzt auch. Das heißt, jetzt werde ich eine ganze Menge Nebenquests machen. Eigentlich die Hauptstory ist gerade richtig interessant, aber wir machen jetzt erstmal Erkundung. Und wir fangen hier mal an. In Lartin, wo ich ja schon einmal drin war. Die Musik gefällt mir hier auch so gut. Wo ich, glaube ich, einmal drin war, um da unten in dem Haus, glaube ich, mit einer Frau zu reden. Aber jetzt rede ich mal mit allen. Angefangen mit dir. Ah, Bürgermeister, einfach der Beste. Moment mal, das habe ich aber schon gehört. Okay, da oben sind noch die Krieger. Okay, ich darf anscheinend nah an sie ran, aber ansprechen darf ich sie wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich könnte ja mal gucken, was passiert. Jetzt habe ich gerade eben erst gespeichert. Jetzt... Hey, ihr da, ich kenne euch nicht. Kommt mal her, damit ich euch begutachten kann. Was ist das denn für einer? Den du rumkommandieren kannst? Ich hoffe wirklich, dass es... Erinnert mich irgendwie an Dark King, den Dieb aus dem 2. Ich spreche ihn mal an. Moment mal, ihr seid Vampire, verdammt. Was zum Teufel sprichst du eine Wache auch an? Ja, wir probieren es mal. Ich meine, ich glaube, die sind Level 80 oder so, aber wir probieren das mal. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Zauber aussuche. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich in einer Sekunde getötet. Wie viel Schaden die gekriegt haben von was auch immer. Also er hat Schaden vom Gift gekriegt, aber warum hatte der denn schon so wenig HP? Okay, alles klar. Okay, ich soll die Wachen nicht ansprechen, ich hab's ja verstanden. Ich dachte, ich teste es mal. Weißt du, die ruhige Musik und 2 Sekunden später explodiert meine ganze Gruppe. Was denn los, Cokay? So viel zu tun, was machst du denn hier? Valna hat anscheinend echt die Führung übernommen, aber jetzt redet er. Bauern ernte das Getreide. Das einzige Feld, auf dem du anbaust? Haldor, das größte Getreidefeld außerhalb der Stadt. Preise sind Wucher. Angefangen, mein eigenes Getreide anzubauen. Ob sich das lohnt, wie viel Brote kriegt er denn aus dem ganzen Getreide raus? Außerhalb der Stadt, seid ihr verrückt, da gibt's Vampire und sonst irgendwas. Keine Ahnung, wieso er noch nicht gefressen wurde. Frage der Zeit, bleibe jedenfalls... Naja, vielleicht hat er Wachen, die auf ihn aufpassen, außerhalb der Stadt oder so. Entschuldigt mich, das restliche Getreide ernten. Ja, mach du nur, ich behalte dich nicht auf. Ich werde auch, wie gesagt, hier keine Menschen gefangen nehmen. Also, ich werde... versuchen, meine Menschlichkeit hochzuhalten. Ich würde am liebsten schon mal einen ganzen Kerker voller Menschen machen. Aber... Ach, der hat wahrscheinlich so viel Schaden gekriegt von der Dornenaura oder so. Der Magier, aber der hat doch nur einmal angegriffen. Also, auf jeden Fall hat er ziemlich viel Schaden gekriegt gerade eben. Ich weiß nicht, woher. Wenn es alles von der Dornenaura gekommen ist, dann ist die Dornenaura vielleicht doch... prozentualer Schaden. Ich weiß es nicht. Okay, Vampir-Etikette Band 1. Ja, von dem Blödsinn haben wir genug. Willkommen, was verschafft mir denn die Ehre? Ziemlich aristokratisch. Zeugt aber nicht gerade von Reichtum. Wahnsinn, dieses Maß an empathischer Kommunikationsführung und dieses unglaubliche Vokabular. Wenig Glück, Partner, Spielsucht, nicht gerade vorangetrieben. Ach, der wahrscheinlich sein eigenes Getreide da anbaut. Kaum Möglichkeiten auf andere Gedanken. Das Spiel Vampirstechen inzwischen eine beliebte Art, etwas Unterhaltung zu finden. Fang erst gar nicht damit an. Feinheiten des Spiels, studier Spielanalyse, Glyphen und Bannmagie. Was? Das war alles sinnlos. Das Spiel hat meinen Partner mich in den Ruin getrieben. Was uns blieb, ist dieses Haus. Soll ich dein Leiden beenden? Was? Indem ihr mir euer Schloss schenkt? Woher weiß der, dass ich ein Schloss habe? Kurz die Augen und lass dich überraschen. Lass den Unsinn. Im Moment mal, das Spiel klingt aber interessant, da will ich mitspielen. Ich meine, Vampir stechen.
Asuka terrorisiert ja die jungen Vampire. Also die freien Vampire der ganzen Städte auch. Von daher. Und er hat theoretisch, keine Ahnung, die gesamte Einwohnerschaft von zwei Städten in diesem Blutrennen geopfert, wenn ich nicht neu geladen hätte. Oh, hallo Fremde! Begeisterte Spieler von Vampir. Moment, vielleicht geht da doch noch. Was ist das? Was ist das denn? Bekommt jeder 10 dieser besonderen Spielkarten. Am Ende geht es darum, Soldaten des Heiligen Kreuzzugs alle Vampirkarten zu stechen. Das ist ja total dämlich. Naja, wobei, nur weil die Vampire das Spiel grundsätzlich verlieren sollen? Ich dachte, ihr werdet begeisterte Spieler. Ihr seht irgendwie danach aus. Dass dieses dumme Spiel nie wieder gespielt wird, übertreib's nicht. Nein, ich will aber mitspielen. Fische stinken nicht, zumindest nicht unter Wasser. Da ist was dran. Überflüssige Sachverhalte, naja. Es gibt zu jedem Blödsinn Bücher. Verdammt nochmal, ich muss einfach den Trick finden, hier zu gewinnen. Wo wir gerade von nicht blöden, sondern richtig guten Büchern reden. Vielleicht haben wir irgendwann wieder Glück und das Vampire's Dawn Buch wird wieder verfügbar. Ich gucke hin und wieder mal auf Amazon, da wo auch diese Fanseite immer mal hinleitet. Aber es ist, glaube ich, absolut und komplett und hundertprozentig ausverkauft. Also ich habe in meinem ganzen Buch noch nie freiwillig ein Leben gelesen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie freiwillig ein Buch gelesen. Weiß nicht. Ich spiele lieber Spiele. Hier, das Spiel zum Buch, sozusagen. Aber das würde ich tatsächlich lesen. Das ist eines der einzigen Bücher, die ich je freiwillig lesen würde. Verdammt nochmal, ich muss einfach den Trick gewinnen. Von diesem Vampir stechen was? Ja, ganz genau davon rede ich. Menge bei diesem Spiel. Ach, er ist der Freund von dem da unten. Bestmögliche Strategie, offensichtlich ein Irrtum. Böse abgezockt, den Einsatz zurückgewinnen. Viel Erfolg dabei. Jetzt solltet ihr auch einfach aufhören. Wir werden unsere gesamten... Ja, Glücksspiel, ja, das kenne ich. Ich spiele zumindest so lange, bis ich meinen Verlust wieder drin habe. Ja, wie? Und das war's jetzt. Ich darf nicht mitspielen. Nur noch 3 Bücher, dann kenne ich garantiert die unbezwingbare Theorie. Ach was. Wir werden es noch Jahre spielen und dann werden wir es uns alles zurückholen. Ach, dieses verdammte Spiel. Hä, das kann doch nicht sein, dass 3 NPCs von diesem Spiel reden, sich da aber nichts tut. Vielleicht kriege ich an einer anderen Stelle im Spiel nochmal die Möglichkeit... Oder vielleicht kriege ich irgendwo anders eine Quest? Genau mit den Leuten zu reden wegen dem Spiel. Gucken wir mal, vielleicht schaltet sich dann irgendwas frei. Wer bist du denn? Hallo Dark King. Ich kenne euch nicht, ihr seid nicht aus Latin, sehr verdächtig. Dass sich hier ein Vampir aufhält, das ist ja schrecklich. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier heimlich unter den Menschen lebt? Die Einwohner aussaugt? Versteckt als Lebenspart mit Menschen zusammen, um nicht entdeckt zu werden. Und eines Tages dreht er dann durch, findest du das jetzt witzig? Ich muss sagen, ich fand's lustig. Dass ihr damit recht habt. Anzeichen entdeckt, ein Vampir versteckt. Fundierten Ausbildung nicht gelungen, ihn zu finden. Alle Bücher, die jemals geschrieben wurden. Umfangreiches Wissen. Ja, wie man Vampire kennt, das scheint ja toll zu funktionieren. Da könnt ihr mir ja behilflich sein, ihr seid nicht von hier. Vampir findet Beweis der Existenz einem seltenen Artefakt? Oh, danke, ich warte hier auf euren Bericht. Ach, und noch etwas. Nachts ist hier inzwischen öfters ein melodisches Pfeifen zu hören. Nicht rausfinden, wer da pfeift. Wenn es der Vampir ist, musikalische Fertigkeiten sollen auf einen Vampir hinweisen. Was liest der denn für Bücher? Jeder Ansatzpunkt relevant. Was liest der denn für Bücher? Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Bist du zufällig ein Vampir? Hallo Kelsey. Bekommen nicht viel Besuch, geliebter Mann verstorben. Ach was. Krieg gegen die Vampire. Soldat, heiliger Kreuzzug, halben Jahr im Kampf gefallen. Unzählige Tote. Sicher das kleine Mädchen durch den Winter bringen. Der Bürgermeister. Wahrscheinlich ist der Bürgermeister der Vampir, wenn alle schon von dem reden.
Wen interessiert das schon? Ach, Moment, wahrscheinlich ist Paltron, oder wie der heißt, der Typ, der außerhalb der Stadt das Getreidefeld hat, der Vampir. Deswegen wird er außerhalb der Städte, überlebt er da auch. Wen interessiert das schon? Es wird nur einen Sieger geben. Bitte geht, ich... Jämmerlich. Ja, du vergisst jetzt bei jeder Witwe Tränelein, das wird, uns werden noch viele begegnen. Das siehst du, was du angerichtet hast. Ja, sonst werden die Soldaten noch aufmerksam. 208 Fehler. Klick, 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 klick. Oh, was haben wir denn da? Überraschend. Oh, guck mal, wen ich links oben in der Ecke hab. Das ist ja fast wie Elaineception. Ja, das fand ich nämlich richtig schön. Beim Durchscrollen durch die Artworks von Vampire's Dawn 3 bin ich auf das gestoßen und das fand ich richtig schön. Das hat so ein bisschen den asiatischen Touch mit diesen pinken Blütenblättern im Hintergrund. Das fand ich richtig schön. Ja, in der Tat, das Gemälde hat was. Das sehe ich auch so. Nehmen wir es mit. Blub. Gemälde Nummer 1. Finde ich auch, ja. Finde ich auch. Du siehst aber verdächtig aus. Du hast die gleiche Frisur, glaube ich, wie die Vampirkriegerin. Ich vermisse Papa so sehr. Ja, kein Kind ohne Eltern aufwachsen. Das tut Jaina momentan auch. Das sagt genau die Richtige. Du kannst es nicht lassen, was? Weinende Kinder. Geht lieber, bevor ich die ersten... Ja. Man kann ja das Kind, das in Vampire's Dawn 2 in der Burg ist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Geh doch da mal weg. Ich will dir die Ecke reingucken. Ob da ein Geheimgang ist. Man kann ja das Kind in Vampire's Dawn 2, was in der Burg ist, hat man, glaube ich, töten können. Weil Asghar gesagt hat, ich kann diese blöden Belger einfach nicht ausstehen. Dann habe ich das aus Interesse mal getötet. Geht das jetzt mal da aus der Ecke raus, das Kind? Ich meine, da wird kein Geheimgang sein, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ey, die will mich ärgern. Links! Das andere links. Okay, die ist noch jung, die weiß noch nicht, wo links und rechts ist. Könnt ihr mal probieren mit Westen. Los, Westen, geh da weg. Wird so lachen, wenn da jetzt ein Geheimgang drin ist. Aber dann wäre sie wahrscheinlich, nachdem sie so gerne nach rechts läuft. Ja. Nachdem sie so gerne nach rechts läuft. Oh, dann wäre sie wahrscheinlich schon in den Geheimgang reingelaufen. Moment, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt geht sie weg. Ja, und es ist absolut überhaupt nichts da. Naja, wisst ihr, das habe ich mir schon zu 95% gedacht, aber ich hätte nicht ruhig schlafen können. Echten Beweis gefunden habe, kommt her, na schön. Na schön. Die sehen hier alle so verdächtig aus. Kann ich da rein wie in den Brunnen von Herles? Nein. Nein. Den habe ich ewig lang nicht gefunden. Im Brunnen von Herles von Vampire's Dawn 1 ist ja der Geheimladen drin. Habe ich ewig nicht gefunden, weil man den zweimal anklicken musste. Lurfur, das sollte es gewesen sein. Wovon redest du denn bitte? Hallo Fremde. Brücke repariert, letzte Nacht Schäden entstanden. Wer weiß, was da passiert ist. So ist es. Da vorne ist das Haus des Bürgermeisters. Wir sind froh, dass er da sind. Nichts besonders Auffälliges. Diese Blutflecken zu beseitigen, die ab und an auftauchen. Ist es doch der Bürgermeister? Da schlägst du keinen Alarm, nee. Geht oft jagen, sehr oft mit erlegten Tieren gesehen. Tatsächlich hat er sich selten erblicken lassen. Das sollten wir uns mal ansehen. Ja, Asghar hat's nicht so mit Bürgermeistern. Also wenn ich raten müsste und er seine Tradition aufrechterhält, dann gibt's da drinnen jetzt gleich ein paar Tote. Beziehungsweise mindestens einen. Und wenn er eine Frau hat, dann zwei. Und wenn er ein Dienstmädchen hat, dann drei. Speichern. Dünn. Die Tür ist verschlossen. Okay, dann hat sich das erledigt. Okay, dann komme ich vielleicht erst im Zuge von irgendeiner Quest da rein. Okay, dann bleibt er wohl noch am Leben. Zumindest für den Moment. Schauen wir mal.
Du bist... Er sieht doch fast ein bisschen wie ein Vampir aus. Wenn wir Lord Ray keinen Besuch erwähnt, Notizen finde ich keinen Hinweis darauf. Wer bist du denn? Wenn wir Lord Ray bei seinen täglichen Aufgaben Probleme löst, er. Reichste Bürger der Stadt. Oh. Einfluss noch größer als der des Bürgermeisters. Deswegen der reichste Bürger verstanden hat, wie man mit Geld umgeht. Das erinnert mich an, was war diese reiche Stadt in Vampire's Dawn 1? War das nicht sogar Asran, wo jeder total reich war und der arme Dieb, oh, die reden alle nicht mit mir, weil ich so arm bin. Ach, reiche Menschen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Steuern vermutlich Großteil der Stadtausgaben indirekt finanzieren. Was? Steuerpfei? Ihr seid nicht reich, denn ihr versteht nicht. Steuern zahlen obliegt denen, die keine Macht besitzen. Also besitze ich keine Macht. Und ihr auch nicht. Lord Ray reich, weil er seine Macht einzusetzen weiß. So. Herzlich um die Sorgen und Bedürfnisse anderer kümmern, mit Sicherheit. Was es ein Scherz sein sollte, lache ich später darüber. Entschuldigt mich. Ich muss mich um die Finanzen kümmern. Ich könnte ja, um rauszufinden, wer der Vampir ist, könnte ich ja mal versuchen, zufälligerweise einfach jeden umzuwandeln und bei jedem auf Gefangen nehmen zu drücken oder bei jedem auf Blutsaugen zu drücken und derjenige, bei dem es nicht geht, das Blutsaugen zum Beispiel, oder das Verwandeln in den Vampir, der ist dann offensichtlich mein Vampir. Vampir-Etikette Band 8, die Waffenwahl, ja. Das brauche ich nicht mehr. Ich kann ja mal, der Lord Reyes klingt wichtig. Versuchen wir den einfach mal, ich speichere mal und versuche den mal gefangen zu nehmen. Beziehungsweise... probieren wir es einfach mal. Was macht ihr da? Lord Ray befindet... Oh! Moment, der will was. Der haut ab. Ihr Mörderwachen! Was, ihr elenden Schwein? Okay, wunderbar. Guck mal an, der ist ein besonderer. Okay. Okay, cool, cool, cool. Gut zu wissen. Schauen wir mal, was es mit dem auf sich hat. Meine Güte, wer hat euch denn hier hereingebeten? Niemand. Anti-autoritäre Erziehung, ich verstehe. Ärmliches Aussehen, Mangel an Respekt. Ja, Arroganz seid ihr und so. Ach, Schätzchen. Ich bin nicht in so vielen Sachen überlegen. Dieses herrliche Anwesen. Mit Diebstählen über Wasser, da hat er gar nicht mal so Unrecht. Schätzchen, so spricht man nicht mit meiner Geliebten. Was soll ich nur mit diesem Pöbel machen? Ich rufe am besten gleich mal die Wachen. Begründung? Schätzchen, ich brauche keine. Ich bin Lord Ray. Wenn ich etwas will, wird es auch erfüllt. Warum erkläre ich euch das überhaupt? Wachen, die uns festnehmen, brauchen wir nicht. Ja, und kommt nie wieder. Also wenn er sich so gut mit Geld auskennt, könnte er eventuell der Part sein, wo ich jetzt mehr Geld für mein Silber krieg. Sagt er eigentlich, dass ich alle Zeugen beseitigen soll? Das muss ich gleich mal testen. Wenn wir schon Menschen umbringen müssen, sollten wir auch keine Zeugen zurücklassen. Keine unnötige Aufmerksamkeit der Stadtwachen. Tja, da ist er. Brauchen wir vielleicht Blut? Och ja. Ja. So, ich würde mal sagen, wir packen ihn mal in den Kerker. Dann kann ich zumindest einmal an ihm saugen. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Wenn ich jetzt einen Menschen im Kerker habe, man kann ja einen Menschen zweimal aussaugen. Und wenn ich eine Person im Kerker ab und zweimal auf Mensch männlich saugen drückt, dann ist der wahrscheinlich tot. Was ist denn, wenn ich zwei Leute habe? Saugt er dann erst von dem einen einmal, dann von dem anderen einmal? Und wenn ich dann nochmal auf Saugen drücke, dann nimmt er sich halt wieder ein, bei dem schon einmal gesaugt worden ist und tötet den dann. Das heißt, wenn ich 50 Menschen in einem Kerker hätte, dann könnte ich 50 Mal saugen, ohne dass irgendwas passiert und erst beim 51. Mal. Also ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich könnte ihn aber auch einfach umwandeln.
Ja, wobei umwandeln ist, ich glaube, es schadet nicht den Gefangenen, oder? Testen wir mal umwandeln. Taratitkralle. Und 4400. Oh, das ist doch gar nicht übel, oder? Und eine neue Kralle für Elaine. Ja, gewährt Chance, gewährt den Zauber Feuerkralle. Beziehungsweise den Zauber Feuerblitz. Der war eigentlich nicht übel. Ja, aber ich behalte mal die Kralle. Wobei Feuerblitz war echt gut. Aber was ich mal machen will, sowieso. Ah, Moment, Walner hat noch gar keine Runen an. Was ich sowieso mal irgendwann machen will, ist ein bisschen rumprobieren mit den Zaubern. Also einfach mal ein bisschen rumtesten. Geringer Frostbrand. Verbrennen und Regenschauer. Ein Gegner verursacht nass, 100%ige. Dann kriegt er wahrscheinlich mehr Schaden gegen Blitz. Verursacht Brennen, das kann Elaine schon. Blutfrost, was ist denn das? Ein Gegner verursacht immer 500 Eisschaden und verursacht Heilblocker. Das behalte ich mir mal. So, was ist denn mit dir? Zauberrunen. Naja, Walner wäre halt für Licht prädestiniert. Blitzschlag, heilige Führung. Zwei zufällige Gegner, das ist gar nicht schlecht. Ein Verbündeter, kritische Trefferchance um 20%. Also das stelle ich mir bei dem Werwolf ganz schön übel vor. Wenn der Werwolf viermal angreifen darf und er hat kritische Trefferchance um 20 erhöht, der wird ganz schön raushauen. Bei Walner passen einfach die Lichtrunen. Ich lasse es bei ihm mal drin. Wir können bei Elaine mal rumtesten. Ja, Feuerrüstung brauche ich sowieso nicht. Regenschauer kühlen. Ah, Fleisch zu Blut. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Zauber. Wandelt ungenießbares Fleisch in Blut. Mittels Blutsaugen kann das Blut vom Gegner entnommen werden. Je länger der Zustand anhält, umso stärker der Effekt. Guck an, das heißt, ich kann jetzt auch bei Gegnern Blut saugen, die eigentlich gar kein Blut haben. Oh, ist das geil. Dunkle Schatten verlernt. Ja, sie ist eine der wenigen Leute, die Flächeneffekte haben. Feste Adern Schattenklinge. Verbrennen, was war nochmal Schattenfeuer? Verursacht immer 100 Blutpunkte, aber immer 1500 Schaden. Ah, das ist der Zauber, den ich gekriegt habe. Mit diesem Ring. Okay, sei es wie es wolle. Ich würde sagen, aha. Oho, was haben wir denn da? Ich würde sagen, den Zauber behalte ich mir mal. Schwarze Platten. Und fehlt nicht noch irgendjemandem eine Rüstung? Hier, Meridos Rüstung Stufe 10. 50% Lichtmagie und Schattenmagieresistenz. Ja, warum nicht? Seht ihr, da muss ich mir nichts kaufen gehen. Das Einzige, was ich jetzt halt noch gern hätte, wären Schilde. Vielleicht, weil Schilde habe ich bisher halt. Ja, die sind nicht so doll. Kommt hier, kleinen goldenen Münzen. 5000 Fila. Njam, 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 njam. Okay. Das wäre das, nichts wie raus hier. Es tut doch mal gut, einen Geheimgang in Häusern zu finden. In Häusern finde ich in der Regel immer nicht so viele. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. So, wen haben wir denn hier?
Lady Isabel, die ist ein ganz bisschen, kann ich sagen, dass die ein bisschen moppelig ist, die Kleine? Ihr seht aber seltsam aus. Immer nur reiche Leute, mein Papa, der ist nämlich sehr reich, dein Papa ist tot. Arme Leute dürfen hier gar nicht rein, hat euch Fenwir nicht aufgehalten? Als ob er die Möglichkeit gehabt hätte, ihr seht einfach arm aus, darum rede ich nicht mit euch. Von armen Leuten kriegt man Krankheiten, jetzt geht. Boah, oh, schon gut, wir gehen ja. Soll ich das Mädel erlösen? Nein, 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 nein. Ich will nicht noch mehr Menschlichkeit verlieren. Ich habe hier sowieso schon zwei Leute umgebracht. Es ist sowieso absolut, es ist sowieso viel grausamer, das Mädel leben zu lassen. Ohne einen Vater. Art Aushang für Aufträge. Aufträge als erledigt gekennzeichnet. Von einem gewissen Guras der Mitscher. Noch nie gehört. Es ist so viel passiert. So ist es. Gehen wir weiter. Lucrates. Dieser Krieg fordert so viel Opfer. Hast du jemanden verloren? Na, eigentlich nicht. Der örtliche Leichenbestatter. Nicht besonders viele Gräber. Naja, wir haben außerhalb der Stadt einen Friedhof gehabt. Erinnert mich an Ordun. Die hatten östlich der Stadt auch einen Friedhof. Von Vampire Stone 2. Draußen immer gefährlicher, müssen wir unsere Toten in der Stadt vergraben. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Tatsächlich würde es nichts bringen, wenn ihr die Monster auf dem Friedhof beseitigt. Vor allem mit anderen Monstern, die sich an den Toten labern wollen. Da ist was dran. Lass es uns halt probieren. Zusätzliche Wachen sind, deswegen trauen sich keine Vampire. Bürgermeister scheint sich gut um die Stadt zu kümmern. Längerer Zeit nicht mehr gesehen. Ja, sein Haus ist abgesperrt, sonst hätte ich mal Hallo gesagt. Jetzt laufe ich erstmal vor seinen Augen auf dem Grab seiner, wer auch immer da liegt, herum. Die Musik ist so schön. Also was hier mit der Musik gemacht worden ist, ist ja der Hammer. Ich kann es nur immer wieder sagen. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Loot. Hängen immer so viele schöne Sachen an der Wand. Die sehen immer so toll aus. Aber der eine Ladenbesitzer auf Schloss Farren hat ja auch schon gesagt, dass das alles nur Attrappen sind, die ausgestellt sind. Das Brot. Das erinnert mich an die Quest im Zweier. Wie viel hat er für ein Brot verlangt? 500 Filar pro Brot oder 800 oder so, weil da diese Pilze drin waren. So, wen haben wir denn hier? Hallo Leia. Bestimmt wegen meiner frisch gebackenen Köstlichkeit. Brot, herrlich frisches Brot. Erinnert mich ein bisschen an Enderal. Zimtschnecken. Die geheime Zutat. Moment mal, packen die hier schon wieder Drogen rein? Zimt, nein, also doch, ja. Aber das ist nicht die geheime Zutat. Wollt ihr mal probieren? Kann ich euch vielleicht andere Leckereien geben? Was ist denn jetzt die geheime Zutat? Wenn ich euch das verraten würde, wäre sie ja wohl nicht mehr geheim. Hast du vielleicht irgendwelche anderen Gerüchte gehört? Ja, durchaus. Kriegssituation, viele Leute erzählen mir ihre Sorgen. Geschichten von Valera am meisten an... Valera, das ist die ich zum Vampir gemacht habe. Ja, wird von einem Vampir belästigt. Nicht, weil er sie töten will, weil er sie ebenfalls zu einer Unter... Oh ja, das habe ich gemacht. Ja, wir hörten bereits davon. Sie ist nicht immer zu Hause. Irgendwann erwischt zu werden. Trotz der ganzen Wachen hier. Vielleicht habt ihr ja Glück und trefft sie an. Ja, wir werden sehen. Uff. Naja. Passiert. Das sind schon harte Zeiten. Das ist nun mal Krieg. Da muss man damit rechnen, dass einfach jemand herkommt und dich einfach zum Vampir macht. So, was ist mit dir? Du willst mir bestimmt irgendwelche Tränke andrehen. Ach nee, Moment mal, ich bin ja im Rüstungsladen. Was, im Alchemiegeschäft? Hatte ich nicht ein Schwertsymbol draußen hängen? Vielleicht ist im oberen Stockwerk noch eine. Halbwaldsamen, das brauche ich ja überhaupt nicht. Ah ja, genau, da oben ist wahrscheinlich dann der Schmied. Klick, 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 klick. Keine Sorge, ich komme gleich zu dir. Wie gesagt, ein Schild oder so. Also wenn er nur Waffen macht, dann brauche ich wahrscheinlich nichts, aber ein Schild würde ich mir gerne mal kaufen. Beziehungsweise zwei.
Ach, wie könnte mein Buch nur weitergehen? Hallo Mürzel, du schreibst Bücher? Rabensaga nie gehört. Sicher, ihr habt das schon gehört, die Reihe ist ein riesen Erfolg, nie davon gehört. Das ist dasselbe, wenn ihr ins Kino geht und dann kommt irgendwie bei den ganzen Vorschauen, geht die Kino-Vorschau los mit nach dem Weltbestseller und kein Mensch hat hier von dem Buch gehört. Rabenblut in dunkelster Nacht erwacht, nein. Seltsam, ihr könnt doch lesen, oder? Endlich ein Loch in den Bauch gestochen und es geht wieder los. Bitte entschuldigt. Viele Menschen, die nicht lesen können, das kommt vor. Das ist halt so. Er liegt eh in eine andere Richtung. Verstehe. Naja, dann kann ich euch auch nicht dienen. Das ist ja sein Problem. Nein, ihr kriegt überhaupt keiner einen neuen... Kenne ich definitiv nicht. Ihr kriegt überhaupt niemanden einen neuen Bauchnabel. Hör auf, die Leute aufzustechen. Zumindest bevor ich mit denen geredet habe und geguckt habe, ob sie eine Quest haben. Ah, guck, aber der hat aber auch Schilde da rumhängen. Wer hat denn bitte Dreck in seinem Laden liegen und ein Loch in der Wand? So. Ah, Kundschaft, willkommen in meinem Haus. Du teilst dir das Haus? Ja, viele haben einen eigenen Laden zu kaufen. Frage der Zeit. Braucht ihr denn etwas? Die Rüstungen bitte. Gute Preise, seht euch alles an. Schauen wir mal. Wir haben ein Prodesiumsschild. Prodesiumsrüstung. Also zumindest mal eine für Aska. Helme, nee. 5% ausweichen haut mich jetzt auch nicht um. Oha, die Schuhe sind allerdings nicht schlecht. Ich nehme mir mal noch zwei Schilde. Ich muss mal schauen, was im... Ich muss mal kurz zurück ins Schloss, aus mehrerlei Gründen. Zum einen, weil ich gucken will, was dieser gefangen genommene Mensch da macht. Und zum anderen, weil ich nach der Truhe mal schauen will, ob da was Neues drin ist. Was hatte ich jetzt noch gekauft? Eine Rüstung, glaube ich, für Aska. Naja, plus 10, naja. Spinnenschild, da, ich hab euch extra neue Schilde gekauft. Jetzt ist alles eigentlich so 25, 35, 30, das ist in Ordnung. 25, 25, 30, 25, 75. 30, 20, naja, die Stiefel. Aber das sind eventuell welche. Ich gehe mal schnell zurück. Ich geh mal schnell zurück und guck mal nach der Truhe. Und ob der Beherrschungsring sich bei dem Typen da lohnt. Und Seelensteine für das Mädel habe ich immer noch keine gefunden. Ah, guck an, Nachtfalterstiefel, seht ihr? Das dachte ich mir fast. 25, 35, 20, 20. Stiefel eines sonderbaren Mörders. Schattenmagieresistenz und plus Ausweichen. Okay, verkaufst du mittlerweile was anderes? Vielleicht richtet sich das auch nach dem Level. Das meine ich, habe ich aber vorher schon gesehen. 400 Mal die Runenmacht. Ich meine, dieses Alchemistenfeuer macht jetzt 400 mal 4 ist was? 400, 800, 200, 1600 Schaden. Ich glaube, diese Alchemistenfeuer werden richtig stark später. Ich meine, ich könnte hier mal überlegen. Ich habe jetzt vier mögliche Zauberslots. Auf Level 40 habe ich dann 5. Das heißt, auf Level 80 habe ich 9. Und auf Level 90 habe ich 10. Das heißt, dann habe ich eine Runenmacht von 10. 300. Wie viel war das? 300 mal. Nee, 400 mal 10. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich bin so schlecht in Mathe. Also 4000 Schaden ist nicht übel. Wobei ich das wahrscheinlich später auch mit einigen Effekten mache. Es ist wahrscheinlich immer so einen ganz kleinen Ticken stärker als das, was ich mit meinen Angriffen machen könnte.
So, jetzt gucken wir aber erstmal. Da unten stehen die beiden, die schneller die Leute umwandeln. Was ist denn mit dir? Was machst du denn? Wie könnt ihr es wagen, mich gefangen zu halten, meine Diener? Wir erzielten Verkaufspreis für Silbervorrat, jawohl. Es wird Zeit, dass du mir dienst. Jetzt habe ich, glaube ich, noch einen Ring oder so. Ja, tut mir leid, ihr beiden da unten müsst warten. Dann gucken wir doch mal. Vorher habe ich 10 bekommen pro Silberbarren. Jetzt kriege ich... Gebieter, ich sorge dafür, dass es ihr zum besseren Preis verkaufen könnt. Ina, 20 Silber, das muss noch mehr werden. 12 wieder, das ist nicht schlecht. 5000 schon mal. Ja, da geht wahrscheinlich noch mehr. Vielleicht ist nebendran Platz für noch eine Person. Aber ich brauche momentan kein Geld. Das heißt, es kann sich ruhig noch ein bisschen ansammeln. Bis ich dann vielleicht irgendwann die Möglichkeit habe, dann noch mehr rauszuholen. In der Halle der Opferung war ich auch schon lange nicht mehr. Da könnte ich mir jetzt ruhig auch ein paar Skills freischalten. Wie sehen denn eigentlich die Waffen aus? 30, 35, 25... Ja, was ist denn vielleicht mit dem neuen Säbel für Selene? Säbel plus 16 Angriff. Nee. Dafür bin ich leider immer noch zu geizig. Zumal Selene wahrscheinlich hauptsächlich irgendwo durch die Gegend zaubert. Okay, nächstes Haus erkundet. Die Wachen. Bitte entschuldigt, ihr habt dort oben nichts zu suchen. Andreil Esterni. Es befinden sich aktuell sowieso keine Gefangenen in dem Turm. Ja, ich dachte mir schon, dass der Turm wahrscheinlich irgendwie dem Kreuzzug dient. Das erinnert mich ein bisschen an den Turm in Melsan. Da waren auch die ganzen Wachen drin. Hallo Fremde, seid ihr gekommen, um irgendwelche Verwandten zu besuchen? Zu spät, bereits alle Gefangenen wegbringen lassen. Naja, das ist der Gefängnisturm und ich bin der Hauptmann. Ihr seid kein Soldat, oder? Nicht ausgebildet von den städtischen Soldaten, inzwischen alle tot. Zum Glück sind die Soldaten hier. Du kümmerst dich um den Turm, jawohl. Ich vermisse aber meine Frau und meine Tochter. Wichtig in diesen äußerst schwierigen Zeiten. Eigentlich schon, meine Tochter krank, deshalb von der Familie nach Alatrin gebracht. Da war ich, glaube ich, auch einmal. Behandlungsmöglichkeiten für meine Tochter. Tödlich erkrankt, wollte sicherstellen, Alchemisten behandelt wird. Sie kehrt sicher bald, da bin ich mir. Nur entschuldigt mich bitte. Bist du wichtig? In Ordnung. Bist du wichtig? Der greift mich wahrscheinlich an, oder? Nein, das darf nicht sein! Mensch, männlich gefangen genommen. Nein, ist er nicht. Ich dachte, der wehrt sich vielleicht. Der ist schließlich Soldat. Klick, 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 klick. Finde ich aber cool, dass diese ganzen Artworks, die sozusagen nicht als offizielle Artworks benutzt worden sind, es trotzdem alle ins Spiel geschafft haben. Da waren nämlich echt schöne Sachen dabei. Ja, mit dem Turm. Ich teste es mal schnell. Ich will mal wissen, was da oben ist. Nee, 6450. Gucken wir mal schnell, ob sich das lohnt. Stiefel des Schilds. Trados 25. Reduziert sämtlichen physischen Schaden um 10%. Oha. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ich glaube, wenn das jetzt nur einmal diese Artefaktruhe war, dann lasse ich ihn wahrscheinlich am Leben. Weil es klingt vielleicht so, als würde mit der Tochter, als könnte vielleicht diese Krankheit heilen und danach vielleicht nochmal mit ihm reden. Blubub. Gucken wir mal, das sieht momentan noch nicht nach den Zellen. Ah, Moment, ich dachte, es ist gar kein Gefangener hier oben.
Und warum sollte der Hauptmann auch irgendwelchen dahergelaufenen, komisch aussehenden Leuten die Wahrheit sagen? Wie es nicht mal abgesperrt ist. Und was soll er auch machen? Soll er aus dem Fenster springen und unten hält ihn dann die Wache auf. Blutrosen, schön, aber tödlich. Ja, meine Lieblingspflanzen. Ich erinnere mich noch an die Blutrosen-Quest, wo die Frau sich selbst umgebracht hat, um ihr eigenes Blut zu geben, weil ich ihr die Bluttränke nicht gebracht habe. Danus, wer seid ihr denn und was wollt ihr denn bitte hier? Wir sind nur ein paar Reisende. Söldner also. Aufträge sucht, seid ihr bei mir falsch. Zuständig für die Gefahr. Okay, er ist gar kein Gefangener. Sieht aber reichlich leer aus. Anderen Ort untergebracht, wohin, weiß ich nicht. Regelmäßig, die bleiben nicht lange. Verkauft sie als Sklaven. Was? Eigentlich interessiert sie mich auch gar nicht. Dafür bezahlt sie zu bewachen, solange sie hier sind. Und genau das tue ich auch. Ja, Unfälle wegen dem Blut. Hat jede schlimme Behandlung verdient, die ich ihnen zukommen lasse. Mörder, Diebe und sonstiges Gesindel. Krieg mit den Vampiren. Werden mit aller Härte bestraft, hart aber gerecht, so ist es. Sollte ich die Blutreste vielleicht wegwischen, ja. Das Blut klebt uns immer an den Schuhen. Tja. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das abspeichern sollte. Hier war zwar eine Schattenrune oben, aber... Nee. Ich lasse den mal am Leben, vielleicht brauche ich ihn noch für eine Quest. So, wer seid ihr denn? Jonun, hallo Fremde. Habt ihr vielleicht 100 Filar für uns? Als Musiker hat man es nicht leicht. Na schön. Hier, bitte sehr. Ich habe heute meinen schwachen Tag. Danke vielmals, gute Menschen. Was kriege ich jetzt? Wie meint ihr das? Wir würden ein Lied für euch spielen. Ansonsten nehme ich mir noch was anderes. Ja, da geben wir unser Bestes. Ich dachte, das ist, in den ersten paar Sekunden hat sich das angehört wie die Musik, die, glaube ich, kommt, wenn man in Lim drin ist, in Vampire Storm 1. Hallo Fremde, ich bin Cecile Vexia, relativ bekannte Musikerin. Das ist mein Partner, reisende Musiker. Ich habe noch nie was von euch gehört. Reisende Musiker, ist das nicht gefährlich? Die Wachen beschützen uns schon. Wechselläufig geschieht, da gehen wir mit. Du bist nur hin, weil ich hier bin, Asuka. Weiteren Toten unsere Musik spielen. Lied von uns hören, weil sprecht einfach mit meinem Partner. Ich finde, das sollten wir ausprobieren. Ja, wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich denen Geld zustecke, ändern sie wahrscheinlich die Musik. Das ist ähnlich wie die... Wie hießen sie? Windmagier oder... Windmusikanten. Gott, Vampire Storm 1 ist einfach zu lange her. Die, glaube ich, in was Iranis oder Esrik gespielt haben. Trank der Ewigkeit. Die Musik habe ich im Spiel noch gar nicht gehört. Mal gucken, wo es die gibt. Klick, 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 klick. So, wir haben den ersten Part der Stadt erkundet und wir werden hier weitermachen. Wir speichern jetzt hier aber erstmal ab. Also mit der Musik, ich kann es nur sagen, Respekt, ey. Wir speichern hier mal ab und gucken uns mal in der Stadt weiter um. Mal schauen, einmal gebe ich ihm vielleicht noch Geld und guck mal, was er noch so drauf hat. An Musikstücken und dann schauen wir uns in der Stadt mal weiter um. Für den Moment soll es das aber erstmal sein. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und gucken uns dann mal den Rest der Stadt an. Bis dann.